Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen frischen Folge The Long Dark, wo wir jetzt im letzten Part doch tatsächlich endlich das lang ersehnte Gewehr finden konnten, hier in diesem Aussichtsturm, in diesem verlassenen Aussichtsturm. Und da sagt ihr auch noch, was soll sich jetzt uns noch, hör auf, was soll sich uns denn jetzt noch großartig in den Weg stellen? Neulan brauchen wir nicht, die ist nämlich voll... Ach nee. Ach, da oben steht die Schuss. Da passen 10 Patronen rein. 7 sind jetzt nämlich. 3 waren noch offen. Beziehungsweise etwas schwächer hinterlegt. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht selber zu leichtsinnig werde. Gerade weil wir jetzt das Gewehr haben. Das kann noch mal ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Da hätten wir schon mal. Guck mal. Das wäre so nice jetzt gerade. Aber ich bin der Meinung, solange wir selber noch nicht am Hungertod nagen, sollten wir die Tiere vielleicht doch lieber erst in Ruhe lassen. Geht's da jetzt noch weiter? Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Doch, geht's. Eigentlich geht's hier weiter. Na, mein Freund? Ja. Hier, schnupper mal. Schnupper mal schon. Da hinten ist der Wolf. Ah, krass. Guck mal. Je länger man zielt, umso mehr fängt er an zu schwanken, weil er wahrscheinlich die Luft sogar anhält. Automatisch. Ist ja krass gemacht, war ich. Wie das Feier, Alter. Das ist halt total geil, ist das ehrlich. Und ich freue mich so, dass wir das endlich haben, das Gewehr. Endlich haben wir es. Pass auf, jetzt von der Seite springt hier um ein Wolf runter. Zack, tot. Alter, na, dann ist es soweit. Dann ist es soweit. Ja, und ich bin aber noch nach wie vor doch ein bisschen angetan von dem, was ich sagte, von wegen, dass wir uns ja auch nochmal irgendwie so einen Bogen craften können. Mit, also mit Pfeile und sowas, richtig jetzt meine ich. Das ist bestimmt auch cool. Aber ey, wir gehen doch jetzt eigentlich vom Prinzip her den Weg jetzt wieder runter. Es geht ja jetzt die ganze Zeit schon wieder abwärts, ne? Den Weg wieder runter. Wir kommen jetzt bestimmt wieder zur Küstenstraße zurück. Möchte ich bald meinen. Und wo geht's? Wo wurde denn überhaupt Welt? Küstenstraße. Wir sind ja von der Schlucht gekommen. Da gehen wir jetzt ja eigentlich wieder Ort der Trostlosigkeit. Wo waren wir denn mal? Trostloses Marschland waren wir, genau. Ach, das war ja auch so ein Rätselsee-Zuglinie. Da waren wir auch schon, also ganz, ganz hinten. Küstenstraße. Wir müssten vom Prinzip her jetzt ja eigentlich weiter nach da, um dann halt zum Ort der Trostlosigkeit zu kommen. Zerbröckelte Schnellstraße. Naja, wie dem auch sei, wir gehen einfach mal ein bisschen. Was sagt eigentlich der Zustand bei uns? Oh, alles top, Junge. Also, im Moment, wie gesagt, geht es uns eigentlich wirklich relativ gut. In der letzten Folge sagte ich das ja auch schon. Hier geht es aber jetzt auch noch wieder weiter. Und hier kommen wir doch bestimmt wieder zurück zur Küstenstraße. Hier geht es doch bestimmt wieder. Hier geht's doch bestimmt wieder runter. Das heißt, ich möchte, also ich bin doch gewillt, doch hier etwa erstmal zu schauen. Was ist das denn? Was ist denn das? Einfach nur eine Hütte oder geht's da rein in diesen Berg?
Alter, da geht's wirklich rein. Oder? Küstenstraße verlassen. Und denn, wo geht's denn denn hin? Kommen wir denn doch schon zu dem zum Ort der Trostlosigkeit? Alter, ist das hier so eine Mine oder was? Na, jetzt geht's ja ab, wa? Scheiß, was soll's, komm. Das schauen wir uns mal näher an. Alter. Laterne haben wir ja bei, die ist auch noch. Oh. Alter. Kohlebergwerk. Alter, na jetzt kommt ja mal wieder richtig Horrorfeeling auf hier, wa? Magnesiumfackel. Kiste, Kiste, Kiste. Wir brauchen definitiv vielleicht. Kann ja. Alter Scheiße, wir brauchen definitiv Licht hier. Er kann ja auch nicht. Er kann ja auch nicht zwei Sachen tragen, ne? Was sagten. Sollten wir uns die vielleicht erstmal noch lassen? Aber wir haben noch Lampenöl mit, ne? Moment mal. Wir haben noch Lampenöl. Fast ein Liter. Ach nee, das ist immer das Gewicht, ne? Alter, die Sounds. Lichtquelle. Komm, wir nehmen erstmal eine Fackel. Mach mal an. Alter, ist ja krass. Die Sounds, Leute. Kommt da wieder richtig Kohle. Was sagt mit Gewicht? Oh nein. Scheiße, Mann. Ich müsste irgendwas ablegen hier, zumindest. Messer weiß ich nicht. Das kann auf jeden Fall hier bleiben, ne? Ablegen. Das Brecher. Ja, das werden wir bestimmt brauchen. Nein. Wie komme ich. Hä? Ach, jetzt. Jetzt geht's. Ist hier noch irgendwas, was wir nicht anhaben? Wir haben alles an. Was lasse ich denn hier? Den Brandbeschleuniger? Das wiegt ja alles fast nichts. Das ist es ja. Halt. Ablegen. Das ist es ja. So viel haben wir noch. Ich meine, was zu. Was zu futtern werden wir da vielleicht gar nicht finden, ne? Komm, wir müssen. Ein paar Sachen müssen jetzt hier bleiben. Und wenn auch sogar die Klamotten sind. Aber Flares haben wir eigentlich auch genug, ne? Na komm, das muss erstmal reichen. Das Zeugs lasse ich erstmal hier liegen. Alter, jetzt wird ja nochmal richtig interessant hier, wa? Hätte ich gar nicht gedacht. Teilsport, Stoff. Lampenöl. Brandbeschleuniger. Können wir gleich nochmal zurücknehmen, weil es wieder voll, ne? Alter. Das ist natürlich kacke. Das meine ich nämlich. Was ich mir doch tatsächlich wünschen würde hier in diesem Spiel, wäre so ein schöner Rucksack oder sowas. Antiseptikum. Das nehme ich, glaube ich, lieber mit. Parker. Das ist der Pullover, ne? Ich meine, der wiegt ja fast gar nichts davon ab. Das Ding ist schwer hier. Das haben wir auch noch an. Den müssen wir hier lassen. Wir müssen eigentlich vom Prinzip her möglichst viel hier lassen. Erdnussbutter, ach, die Sardinen, komm, wir sind ja eh erstmal satt. Hier die Pilze, alle weg. Ist alles Gewicht. Haken. Antibiotika. Brauchen wir jetzt eh nicht. Wenn wir wirklich was brauchen, dann ist es Schmerzmittel. Was wir ja eigentlich hier lassen können, wäre ja eigentlich das Wasser, ne? Ablegen. Alles ablegen. Jetzt haben wir Platz. Jetzt haben wir Platz, definitiv. Ich habe jetzt nur Angst davor. Oh, ein Dixie-Klo. Tanzpapier. Geht gar nicht auf.
Boots. Metallregal. Baumwollmütze. Metallbehälter. Eine weitere. Feuerstahl. Metallleiter. Aha, mit dem man in der Wildnis Feuer machen kann. Ist ja nice. Guck mal, hier haben wir nämlich sogar noch eine Wasserflasche, die muss reichen. Halber Liter ist da drin, ne? Oder was? Ach nee. Nee, reicht bis zu 500 Milliliter, okay. Das sollte ja auch reichen. Ich sehe mal gerade, wir haben doch gar keine Handschuhe an, ne? Oder was? Alter, ist ja richtig krass jetzt hier gerade. Sorry, wenn ich jetzt vielleicht mal zwischendurch ein bisschen ruhiger bin, Leute, aber ich will natürlich. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Ich will hier natürlich auch ein bisschen was hören. Was man jetzt machen kann, um hier wieder rauszufinden, ist, man legt sich hier irgendwas hin. Ich weiß nicht, weil ich weiß ja nicht, was hier noch alles kommt. Den Dosenöffner, die legen wir hier mal ab. Ich brauche eine. Hallo? Ich brauche eine neue Flair. Lichtquellen. Hier. Mach an. Mach an. Los. Wo ist denn jetzt der Dosenöffner? Hier liegt jetzt der Dosenöffner. Das müssen wir uns nur. Da müssen wir dann halt nur schauen. Wenn wir denn jetzt wieder zurückkommen, dann wissen wir gleich, da wo der Dosenöffner ist, da müssen wir wieder zurück. Da geht's raus. Komm, wir gehen erst nach rechts. Das ist alles Kohle hier, nicht Stein. Oh. Alter, ich hab schon gedacht, die Fabrik ist gruselig, aber. Ach du Scheiße. Ich glaube, hier finde ich nicht wieder raus. Erste Hilfe-Set. Nähzeug, ja. Das hätte ich vom Prinzip her gleich da lassen können, eigentlich. Getragenes T-Shirt. Lass ich hier. Alles nur. Was ist das? Eine Gewehrpatrone. Aha. Das wäre ja krass, wenn wir jetzt noch gleich ein Gewehr finden würden, ne? In der Mine hier. Ach, guck mal, hier so noch ein. So ein Werkzeugding. Getrocknetes Leder, das nehme ich mit. Noch ein Messer. Egal, das nehme ich alles mit. Waffen und sowas alles. Immer mit den Krähenfedern ebenfalls gut. Wenn wir uns tatsächlich noch irgendwann mal so ein. Scheiße, da geht's jetzt auch noch lang. Okay, da wo man reingeht. Geradeaus, da kommen wir zurück. Gehen wir erst da lang? Alter, man weiß jetzt natürlich gar nicht, wo man zuerst hingehen soll. Du siehst hier echt nichts, Alter. Ich kann hier vielleicht 5 Meter gucken, wenn überhaupt. Also ich sehe jetzt bestimmt auch nicht gerade mehr als ihr, Leute. Ach du Scheiße, ey, hier sind so viele Abzweigungen. Boah, hier ist Schluss. Altholz. Kohle. Brauchen wir ja eigentlich vom Prinzip her auch noch, ne? Kohle nachher. Sollten wir vielleicht doch lieber ein bisschen was mitnehmen davon. Das sind ja große Stücken. Aber warte mal, ich glaube, jetzt kommen wir wieder zurück, da wo der Dosenöffner war, ne? Genau, hier müsste der. Alles klar, okay, es ging nur rum hier einmal. Okay. Dann geht's ja jetzt eigentlich nur noch hier runter. Alter, ist gerade richtig spannend, ne? Oh, oh. Die nächsten Abzweigungen. Fuck, Alter.
Ich fühle mich hier gerade selber wirklich wie im Horrorfilm. Wir finden doch hier bestimmt noch diverse Leichen. Wer weiß, wie groß das Ding ist hier überhaupt. Also momentan reißt es noch nicht ab. Mit den Wegen. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht noch gleich wieder eine Gabelung. So eine Weggabelung. Rucksack durchsuchen. Der ist leer. Erstmal gucken, ob es hier noch weitergeht dann. Ich hoffe ja nicht. Natürlich. Ach du Scheiße, ey. Was haben wir hier? Brause. Metallschrott. Liegt da noch was? Sehe ich nicht. Nein. Okay, hier am Rand war nichts weiter, ne? Nein. Hier noch Stoff. Na komm, nimm mit, ist egal. Gewehrputzset nehmen wir auch mit. Werkzeug. Überleben in freier Natur. Mitnehmen. Stoff. Was sagt das Gewicht? Noch ist alles gut. Zum Glück habe ich das Wasser doch zurückgelassen. Weil wie gesagt, eine Wasserflasche haben wir ja eh gefunden. Da liegt doch was hinter noch, oder nicht? Ne, täuscht, ne? Kannst du, wegschmeißen. Nimm mal eine neue. Hallo? Anmachen. Solange wir Flares haben, nehme ich die lieber erstmal. Seht ihr, und schon brauchen wir nämlich die Brechstange. Die sind beide zu hier. Wir öffnen erstmal den. Komm, zur Not. Wir könnten immer noch, wenn nicht, so wegschmeißen oder halt verwerten. Huch! Oder dann halt ihn verwerten. Ja, komm, nehmen wir mit. Socken. Ja. Oh! Stadtparker. Der ist bestimmt gut, ne? Oh ja, Downmantel. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Ja, der ist eigentlich nicht schlecht. Der ist besser als den wir anhaben. Vom Prinzip. Da ist nochmal einer. Alter, geil. Dosenöffner. Könnten wir uns natürlich nochmal gleich den... Ach, die ist leer. Den Weg markieren. Stein. Haben wir auch mal wieder einen Stein. Alter, fuck, Junge. Aber vielleicht geht das ja hier auch wieder nur im Kreis. Kohle. Ach du Scheiße, nein. Okay, komm her, Dosenöffner. Du musst dran glauben. Zack, wo liegt er? Da liegt er. Da geht's zurück. Oh, hier ist es zu. Altholz. Masche Kohle. Hier ist zu. Gewicht. Oh, jetzt haben wir schon wieder ganz schön was bei. Mit der Kohle sollte ich denn jetzt auch langsam vielleicht lieber anhalten. Alter, die Geräusche. Alter, wie groß ist das denn hier bitte? Das ist so... Das ist eine Leiche, Alter. Kommen wir da auch so hin, oder? Oder können wir die nur so durchsuchen? Streichhölzer und eine Fackel hat er gehabt. Alter. Anscheinend noch überall. Alter. Ach du Scheiße, wie groß ist das denn hier? Hier geht's hoch. Ich
Leute, wisst ihr was? Bevor wir da hochgehen, wir gehen nochmal zurück. Wie ich der Dosenöffner finde. Da waren wir schon. Hier war doch aber noch irgendwo ein Weg, ne? Es ging doch hier jetzt auch noch irgendwo lang. Hier müsste jetzt gleich nochmal eine Gabelung kommen, ne? Oder nicht? Genau, wir sind von da sind wir gekommen. Ich packe mir jetzt hier auch nochmal lieber was hin. Aber was? Eigentlich ist egal, was? Hier so ein Hemd. Packen wir uns da hin, genau. Da geht's wieder zurück. Und wir gehen jetzt hier nochmal lang. Bevor wir dann halt... Nee. Ah, jetzt ist Schluss. Eine Leiche. Und eine weitere Laterne. Gefrorene Leiche. Tja. Alter Kerl. Du hast das wohl nicht mehr gepackt, wa? Hoffentlich werden wir das packen hier. Mal langsam. Jo, schön langsam und er rennt und rennt und rennt, ne? Ach, nee, Felix. Okay, hier war ja. Genau, hier war zu. Und hier ging es in den großen, größeren Raum, wo es dann auch anscheinend noch. Oh, die Flair. Neue anmachen. Alter. So, hier ging es ja jetzt in den größeren Raum. Hier geht es auch noch lang, ne? Ne, da war, ach, der, genau, da war die Leiche. Dann geht es ja jetzt eigentlich nur noch nach oben. Gewesen sind wir soweit überall jetzt. Denke ich. Ne? Ja, Leute, und was uns da... Alter, was uns da oben erwartet... Das und noch mehr, würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part. Und ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Das ist doch jetzt wirklich sehr, sehr spannend, wie ich selber finde. Und ob wir hier auch überhaupt wieder rauskommen. Ja, das alles und noch mehr, hoffentlich im nächsten Part dann. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich für's Zusehen an dieser Stelle, wie immer. Und sage Tschüss, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Haut rein!